Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ja, das Ende ist gekommen. Wir haben den Planeten verabschiedet. Und ich wollte euch nochmal zeigen, wie meine Basis so aussieht. Hier oben haben wir, ja, das Teil, wo wir die Seebahn bauen. Die Seebahn an sich ist natürlich hier. Natürlich mein Wal, der hier irgendwo rumschwimmt, den ich ausgebrütet habe. So. Dann geht's weiter. Erstmal sind wir außen. Ihr seht, hier habe ich nochmal ein paar Sachen angepflanzt, jeweils Unterwasserbeete, die wir wirklich brauchen. Manchmal jedenfalls. Dass wir nicht jedes Mal hier sonst wo irgendwo hin müssen. So, dann gehen wir mal rein. Welcome aboard, Captain. Hier mein kompletter Lagerraum mit jedem Krimskrams, was wir finden können, damit wir immer was haben. Natürlich mit meiner Ausrüstung noch. Dann haben wir hier natürlich einen Brutkasten für die verschiedenen Eier, die wir gefunden haben. Hier unser Kernreaktor, der uns mit Energie versorgt. Natürlich habe ich da nicht nur einen von. So. Dann gehen wir hier lang. Natürlich das Dock für die. Für den Krebs. Und natürlich ganz wichtig hier. Mein kleines Essensvorrätchen. So, dass wir wirklich eigentlich keine Fische mehr braten müssen, sondern uns einfach da bedienen können. So. Hier haben wir ein kleinen Ausruhpunkt, wo man rausgucken könnte. Da hinten ist die unsere Landekapsel. Ich habe auch ein Stück weit nur von der Landekapsel weggebaut. Und hier hatten wir angefangen, natürlich die Bilder, die wir überall finden. Unser Scanraum, den wir natürlich ganz schön erweitert haben. Natürlich hier und der eigentlich der Haupteingang mit hunderten Postern. Und hier ein kleines Aquarium. So, gehen wir hier hoch, haben wir nämlich unseren Bioreaktor. Und hier oben nochmal mein Schlafzimmer. Mit Halskette, alles, was wir so Schönes gefunden haben. Mit einem runden Behälter. Und ein Bett, wo wir schlafen können. Ja, soweit eigentlich meine Basis an sich. Hier nochmal so eine Gyrofalle, die die ganzen Fische fängt, damit wir wirklich, wenn wir mal Not am Mann haben, ein bisschen Fisch holen können. Natürlich hier die ganzen Eier, die wir ausgebrütet haben. Die habe ich da reingepackt. Ganz wichtig sind natürlich hier die Energiezellen und Batterieladestationen. So, meine Seebahn hätte ich jetzt ausgerüstet. Nicht mit eigentlich gar nicht so vielen Teilen. Nur mit Seebahn-Tiefenmodul, Nachbrennermodul und Abwehrmodul. Der Krebs hat, glaube ich, auch die Schubdüsen, den Bohrarm und den Wurfhaken. Tiefenmodul 2, Frachtraummodul. Danke, Seekobold. Ein kleiner Wal.
Und eigentlich hatte ich auch noch ein Haustier. Aber das ist weg. Ja, wohin? Ja. Hier unten habe ich den meisten Schrott reingeworfen. Alles, was man hier nicht so braucht. Hier der Seepfau, den ich ausgebrütet habe. Da war eigentlich auch noch so ein Krebs irgendwo. Aber wie es scheint, ist der entkommen. Oder weg. Ne, da ist er. Ja, so war's das eigentlich. Das war meine Basis an sich. Eigentlich gar nicht so spektakulär. Ein bisschen was fehlt, aber für mich hat es so einigermaßen gereicht. Also Leute, somit bis zum nächsten Mal. Macht es gut.